Mit Deklaration vom 1. Februar 2012 hat das deutsche Volk seine Macht in die eigenen Hände genommen. In Erkenntnis der dramatischen, im eigenen Land und weltweit agierenden menschenrechtsfeindlichen Gegenströmungen hat der deutsche Souverän damit sein eigenes Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten durch aktives Handeln konkludent umgesetzt. Mit dem Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten als unabdingbare Grundlage seines Weltbildes bildet das deutsche Volk eine über 80 Millionen Menschen starke Weltanschauungsgemeinschaft der Menschenrechte. Der bisher handlungsunfähige deutsche Staat als Ganzes muss auf dieser Grundlage neu aktiviert, belebt und strukturiert werden. Das oktroyierte Grundgesetz durch eine Verfassung ersetzt und die eigentliche Staatsform vom Volk bestimmt werden. Dazu ist jeder Deutsche aufgerufen, jeder Deutsche und laut eigenem Bekenntnis verpflichtet, sich aktiv an der Umsetzung zu beteiligen. Allein die Aufklärung, die Information über politische, wirtschaftliche und zeitgeschichtliche Zusammenhänge ist wirkungslos. Nun ist die Zeit des Handels gekommen. Denn wirkliche Macht hat nur der, der etwas macht, also etwas tut. Die politische Neugestaltung unseres schönen Vaterlandes mit seiner schönen Muttersprache und seinen wunderbaren Menschen wird völlig gewaltfrei und ohne überflüssige Demonstrationen vor sich gehen können. Dazu ist es erforderlich, dass sich jeder deutsche Bürger, jeder Bewohner Deutschlands seiner Verantwortung als Souverän, als Mensch bewusst ist, die Eigenverantwortung für seine eigene und die seiner Kinder Zukunft übernimmt und als Souverän handelt. Grundlage allen Tuns sind die universellen Menschenrechtsgesetze, die bisherigen politisch gebilligten allgemeinen Menschenrechte und die darauf aufbauenden und sie ergänzenden unterschiedlichen internationalen Abkommen und Regelungen in der bürgerlichen Praxis zur Geltung bringen. Somit gibt es keine Ausnahmen mehr für Berufsgruppen, für politische und wirtschaftliche, religiöse, militärische Gruppierungen, Personen oder Organisationen. Menschenrechte, die nur gelten, wenn sie den Zielen von wirtschaftspolitischen Institutionen wie zum Beispiel der UNO und ihren zahlreichen Unterorganisationen nicht entgegenstehen, haben weder Frieden noch Freiheit für die Menschen auf diesem Planeten gebracht. Derartige Regelungen kehren die propagierten Rechte um, weil sie nach Gutdünken entziehen und zuteilen, nicht bewahren und schützen. Im Vergleich die universellen Menschenrechtsgesetze. Sie, die UMRG, gelten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit überall auf der Welt. Universelles Menschenrecht bedeutet für jedermann, jederzeit und jeder Ort, es ist unveräußerlich, nicht auslegbar oder umdeutungsfähig in der menschlichen Gemeinschaft sowie nicht verhandelbar mit einem politischen Instrument. Somit sind alle Bedenken genommen, die UMRG könnten sich als weiteres Werkzeug jener weltweit agierenden Gruppierungen erweisen, die bisher zum Ziel ihrer Herrschaft eine neue Weltordnung etablieren zu wollen, die Weltorganisationen und Menschenrechtsabkommen jeweils nach Gutdünken ihren Interessen und ihrer Planung unterwarfen. Wer die unveräußerlichen und unverhandelbaren Menschenrechte missachtet oder für seine Interessen missbraucht, schließt sich selbst aus der weltweiten Menschenrechtsgemeinschaft aus. Er verliert seine eigenen Rechte. Namen, Rang, Titel und Herkunft spielen hierbei keine Rolle.
unsere Welt mit ihren Milliarden Menschen, Milliarden Leben, Milliarden Träumen und Hoffnungen, eine Welt voller Schönheit, voller Leben und fantastischen Potenzialen, braucht sicher eine neue Ordnung zu ihrer und unserer aller Schutz und Erhalt. Ob aber die von einem kleinen Kreis Weltherrschaftswahn verfallener Individuen angestrebte und sich bereits weltweit abzeichnende neue Weltordnung die richtige für uns ist, oder aber eine Weltordnung des gegenseitigen, freundschaftlichen Respekts, des Friedens, der Fülle und Geborgenheit, des friedlichen Von- und Miteinanderlernens, der Freiheit und der Souveränität des Einzelnen entscheidet sich heute, hier und jetzt. Natürlich in Deutschland. Wir sind wohl das einzige Land auf der Welt, das sich gemeinschaftlich als freiwilliger Zusammenschluss von Stämmen und Gemeinden gleicher Sprache, gemeinsamer Wurzeln und Geschichte als Volk zu den universellen Menschenrechten bekennt, diese nun auch überwachen und schützen kann und wird. Alle Völker dieser Welt sind aufgerufen und aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen. Wir, das deutsche Volk, reichen alle die Hände, die sich mit uns gemeinsam von Hass, Krieg, Zerfall und Zerstörung abwenden und einem friedlichen Miteinander zuwenden wollen. Vergessen wir nicht, die Welt, die wir heute schaffen und hinterlassen, bestimmt das Wohl und Wehe unserer Kinder und Nachkommen. Damit tragen wir eine sehr, sehr große Verantwortung mit uns. Das untergehende, alte System der Führer, Herrscher und Führungsklicken hält uns mit den Ungerechtigkeiten und Zerwürfnissen der Vergangenheit und ihren weltweiten Folgen in ihrem System fest. Diese Vergangenheit werden wir mit unseren Mitteln nicht mehr ändern können. Vergessen dürfen und sollen wir sie aber dennoch keinesfalls. Zuwenden müssen wir uns nun aber vorrangig der Zukunft. Haben wir diese für uns alle gesichert, bleibt genug Zeit, die Vergangenheit nüchtern und sachlich aufzuarbeiten und damit den Seelen der Ahnen endlich ihre verdiente Ruhe zu schenken. Abschließend ein kleiner Vergleich. In einem fernen, fremden Land wurden die Menschen mit schweren Ketten und Schlössern als Gefangene ihrer Geschichte gehalten und als Sklaven ausgebeutet. Sie stöhnten unter der schweren Bürde der Vergangenheit, ihre Sprache wurde ihnen ausgetauscht, ihr Denken manipuliert, ihre Kinder von den Eltern entfernt, ihre Zukunft von fremden Feinden verplant und gestaltet. Da kam eines Tages ein Fremder aus dem Morgenland, sah das Elend und beschloss, dem versklavten Volk einen Schlüssel zu machen. Einen wunderbaren Schlüssel, der sie aus ihrem Joch befreien, ihre Kettenschlösser öffnen und ihnen eine gedeihliche Zukunft verheißen würde. Und so geschah es. Der Schlüssel wurde fertig und dem Volk übergeben. Nun geschah etwas Eigenartiges. Eine Gruppe der Menschen besah sich den Schlüssel, sie untersuchten ihn auf seine Beschaffenheit, ob er denn den alten Überlieferungen und Gesetzen entsprach. Sie beargwöhnten seine Farbe, sein Material, hinterfragten dieses und jenes. Da war auch die wichtige Frage zu klären, ob denn der Fremde aus dem Morgenland überhaupt die Berechtigung hätte, ihnen zur Hilfe diesen Schlüssel zu fertigen. Und so überlegen und beratschlagen sie wohl noch heute. Nun, die zweite Gruppe der Menschen war nicht faul. Sie nahmen sofort den Schlüssel und gingen kurz entschlossen zu ihren bisherigen Wächtern und Unterdrückern. Dort fragten sie: Dürfen wir jetzt wirklich frei sein? Ja, da gab es noch die dritte Gruppe.
Diese nahmen den Schlüssel, schlossen ihre Ketten auf und zogen in die Freiheit. Das waren die Souveräne. Ein Volk, das seine Rechte nicht wahrnimmt, hat keine. Zitat General Moshe Dayan. Dieser Artikel stammt von Steinbrecher, Deutschland im Februar 2012.